Les voyages, pour moi, c'est découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays, de nouveaux terrains. Voilà, d'être ici au Canada aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'ai rêvé toute ma vie, quoi. Und da jetzt das erste Mal mit Kolm auf einer Reise zu sein, ist richtig spannend. Also es ist echt cool, einmal in einer großen Gruppe zu sein mit Leuten, die was wirklich cool sind. Und speziell mit dem Richard Ski zu fahren, ist einfach ein Wahnsinn und viel lernen. Und ja, es ist echt cool und ich bin wirklich gespannt, auf was die Woche noch bringen wird. Voilà, quand on est dans une pente où il n'y a encore aucune trace, on a cette sensation de liberté, de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, de pouvoir dessiner notre ligne, de pouvoir en fait être créatif et faire quelque chose de nouveau que personne n'a fait. Donc pour nous, c'est un truc qu'on peut montrer notre personnalité à travers ce qu'on skie. Früher, wie ich angefangen habe mit dem Skifahren, richtig oft Skifilme angeschaut und das hat mich echt fasziniert, wie, wie viel da Schnee ist in Kanada und ich habe nicht genau gewusst, wo das alles ist und warum die so, wie oder was eigentlich bildlos genau sind und jetzt das alles einmal zu erleben, ist für mich echt richtig cool. Ja, es ist einfach richtig cool, das einmal zum Segen und einfach drauf Ski zu fahren. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber es ist echt richtig schwer, aber richtig lustig und geil einfach.
wir sind gerade zurückgekommen nach Vancouver. Wir waren auf Victoria Island, Wale anschauen. War eine richtig coole Erfahrung. Ja, so die Wochen da in Kanada war wirklich cool. Die Atmosphäre in der Gruppe war echt toll und es war wirklich einer meiner besten Trips vom Skifahren bis jetzt. Und der Schnee da ist einfach ein Wahnsinn. Die Skigebiete sind ganz anders als bei uns in Europa. Es gibt ganz andere Möglichkeiten. Und einfach die Natur ist echt richtig schön. Und es war sicher nicht mein letztes Mal da in Kanada. Mais je pense que je vais retenir principalement du trip, c'est vraiment l'expérience à Pemberton parce que voilà, c'était une expérience unique, on était au milieu de rien, c'était hyper sauvage, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de pilots, beaucoup de pao. On a fait du très très bon ski et puis voilà, c'est vraiment un endroit où je vais revenir. Franchement, merci Colmar, c'était vraiment top.